So, das Wetter war in den letzten Wochen eher bescheiden, um mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Deshalb wollte ich mich einmal mit anderen Themen in meinen Videos beschäftigen und dafür suchte ich mir diese Location aus. Oh no, so ein Mist. Einen Moment nicht aufgepasst und schon ist die Drohne im Baum. Das ist die erste beste Idee, um die Drohne aus dem Baum zu holen. Die Selfie-Sticks zusammen sind mehr als 10 Meter lang. Aber das war doch keine gute Idee. Die haben sich zu sehr durchgebogen. Aus der Verzweiflung heraus versuche ich es mit Holzstücken. Drück auf den Button abonnieren. Über ein Abo von dir freue ich mich riesig. Doch für den Schwung, den ich beim Werfen brauche, ist der Vorsprung der Mauer zu schmal. Ich könnte runterstürzen. Nein, ich habe das Kind nicht getroffen. Von hier ist die Entfernung zum Ast zwar größer, aber es ist sicherer. Nein, ich habe das Kind nicht getroffen. Wirklich. Der schreit nur so. Mit den Holzlatten verspreche ich mir eine größere Reichweite. Ich sollte nach meiner Berechnung mit meinem Rettungsstab auf 12 Meter kommen. Die Prognose, dass die Drohne noch funktionieren wird, sind eher sehr gering, denn die Drohne war mehrere Tage den Regen ausgesetzt. Auch wenn ich die Drohne mit einem Totalschaden aus dem Baum rausholen sollte, so verspricht DJI innerhalb der Garantiezeit eine kostenlose Kalkulation, ob sich die Reparatur noch lohnt. Die Drohne hat für DJI auf jeden Fall einen Restwert und bei einer Neubestellung könnte ich mir Dinge einsparen, die ich noch habe, wie zum Beispiel die Fernbedienung. Das mindert den Kaufpreis deutlich. Ich lasse nichts unversucht. Die Drohne muss aus dem Baum. Allein der Umwelt zuliebe. Jetzt versuchen wir es mal mit der Angel. Aus einer Holzlatte habe ich mir einen kleinen Holzhaken gebastelt und an die Angel gebunden. Auf dem schmalen Vorsprung habe ich nun einen guten Stand, denn mit dem Auswerfen der Angel habe ich nicht so viel Schwung und könnte deswegen von der Mauer fallen. Nach einigen Versuchen habe ich dann endlich den passenden Wurf und mein Haken hat sich im Ast verheddert. Aber die Drohne sitzt fest im Ast und es braucht eine Weile, um sie aus dem Baum zu schütteln. Jetzt lockert sie sich. Durch das Wippen gab es wohl zu viel Schwung und die Drohne hat das Sprungtuch verfehlt. Tja, dann muss die Drohne wohl wie vorhin gesagt zur Reparatur.